Ja, hier beginnt jetzt der Testvorlauf, einer der vielen Testvorläufe für unser New World Economic Forum, wo hoffentlich alle Menschen, die einen Lösungsentwurf für Deutschland und die Welt haben, generell für Staaten haben, fürs Leben haben, Lösungsentwürfe, das können auch individuelle Lösungsentwürfe sein, wo die alle unzensiert, ohne jegliche Cancel Culture, alle an einen runden Tisch kommen und so lange miteinander, so lange im 5-Minuten-Takt den Redestab reihum weiterreichen, bis es zu Veränderungen bei den Wählern, bei den repräsentativen Wählerstichproben, bei den Zuschauern kommt, so dass wir uns auf einen Minimalkonsens einigen. Dabei ist nicht gesagt, dass der beste Lösungsentwurf siegen wird, sondern es wird der siegen, den die Wählerinnen verstehen können. Und hier würden Sie jetzt zum Beispiel mich sehen, mit Anzug und Krawatte vielleicht, ja, und da unten würden Sie vielleicht, da unten hier jetzt, hier, wo ist es? Da unten würden Sie vielleicht Sarah Wagenknecht und andere Personen sehen und so weiter, die da teilnehmen. Und das Thema ist ja heute auch, also, und ich bin heute leider der Einzige, also ich kann natürlich heute nur, vertrete den Lösungsentwurf, es fehlt also jetzt der runde Tisch und so weiter, das kommt dann in den erst später. Und samstags und montags haben wir dann wenigstens ein paar Leute und ein paar verschiedene Lösungsentwürfe zum Üben. Und übrigens läuft gleichzeitig ein Livestream mit, der dann aber wieder hinterher gelöscht wird, weil der nur in sehr schlechter Bildqualität möglich ist, weil wir uns ja nicht auskennen und deswegen jetzt gerade mit zwei Webcams arbeiten, ne? Ja, und dann aber, wie können wir Ukraine, also mein erster Beitrag heute würde dann also quasi sagen, ja, diese Ukraine-Krieg oder Konflikt, den hätte es gar nicht gegeben und würde es auf der Welt nicht geben, wenn wir in den letzten 400.000 Jahren sofort, als wir daran dachten, die Marktwirtschaft einzuführen, wenn wir da sofort Gemeinwohlökonomisches eingeführt hätten oder das, wofür ich plädiere von der Gruppe der Gemeinwohlökonomien für die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Und hätten wir in den letzten 400.000 Jahren nur diese GWO gehabt, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung des Weltrates, dann hätte es Kriege gar nicht gegeben, denn wir waren damals pazifistisch. Ja? Also die sozusagen letztendlich waren wir damals pazifistisch. Warum, wieso, weshalb? Ganz kurz nur. Na, wo ist es? So. Ah. Ja, vor 13,8 Millionen Jahren, da waren wir noch so wie die Löwen und Gorillas drauf, Rivalen zu töten, Kinder zu töten und so weiter, um Platz für unsere eigenen Gene zu schaffen. Dann in der Zeit entwickelten wir hier war der Umbau abgeschlossen und wir verloren diese riesigen tödlichen Eckzähne, die wir bei Löwen und Gorillas finden. Löwen brauchen sie natürlich auch weiterhin, weil sie ja jagen. Gorillas sind nicht jagende Lebewesen, brauchen also die Eckzähne nur zum Rivalen und Kinder töten, ne? Und wir verloren diese Eckzähne. Und hatten vor 4 Millionen Jahren waren also schon hier fing es schon an, dass wir eigentlich konstruiert waren als die Savannenbonobos. Im Gegensatz zu den Urwaldbonobos, Pampaniskus, waren wir, also hier damals
Ja, Australopithecinen. Wir waren wohl vom Namen her noch Australopithecinen, unsere Urgroßeltern, und haben dann uns ja weiterentwickelt hier. Ich glaube, wie war das? Homo habilis. Und dann ging es ja immer weiter, Homo erectus. Und dann hier ist ja das Übergangsfeld Homo erectus, Homo sapiens. Da ist die Vollblüte des Savannenbonobos sicherlich erreicht gewesen. Und wir lebten pazifistisch wie die Bonobos. Wenn wir andere Gruppen trafen, dann waren das eher Feste der Liebe und der Sexualität und des liebevollen Kontaktes. Und wenn die quasi der gesamte Raum, wo Menschen lebten, oder beziehungsweise genauso der gesamte Raum der Bonobos, wo Bonobos leben, quasi überzogen ist mit einem Netz von Gemeinschaften. Und wenn schon die eine Gemeinschaft die Nachbargemeinschaften liebevoll behandelt, wie soll sie so da auf die Idee kommen und sich ausrüsten dafür, dass sie plötzlich ferne Gemeinschaften, ferne Gruppenehen, Bonobo-Gruppenehen sozusagen tötet oder so? Also Krieg ist eigentlich undenkbar in solch einer Geschichte. Und das heißt also, wir Menschen sind eigentlich durch und durch pazifistisch wie die Bonobos. Wir sind eben die Savannenbonobos im Gegensatz zu den Urwaldbonobos. Und beide waren wir pazifistisch. Durch welche Mechanismen hat aber denn die Marktwirtschaft es geschafft, dass wir heute den Ukraine-Krieg haben, dass überhaupt sowas möglich ist, sowas Wahnsinniges? Ja, das ist einfach gekommen. Ich schau mal gerade. Ja, in der Marktwirtschaft passieren mehrere Dinge. Ja, also wir haben sozusagen das Phänomen, dass übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude, weil ich ja so langsam rede. Das geht beim Livestream, glaube ich, nur sehr beschränkt. Ich weiß es nicht. Das heißt also, hier haben wir das Phänomen. Die ersten Frühärzte und Frühhändler. Hier haben wir einen Früharzt und Frühhändler und der sagt die Wahrheit und sagt, toll, dass ihr in eurem Bonobo-kommunistischen Gruppenehen so viel Sex habt, das macht starke Immunsysteme, lebt weiterhin so natürlich und toll, dass ihr nur Naturnahrung esst, denn nur die passt zu den Genen eures Stoffwechsels. Von Genen wussten die natürlich damals noch nichts, ist klar, gell? Ich mach das auch nur, ich unterstelle jetzt mal, sie wüssten das schon, aber also. Also, das heißt, diese Händler, Früharzt und Frühhändler empfahl weiterhin naturbelassene zum Stoffwechsel, zum Gen geformten Stoffwechsel, passende Nahrung und die passende Lebens- und Liebesweise, so dass die Leute unheimlich gesund waren. Und er hat ihnen vielleicht nur diese gesunde Nahrung transportiert und dafür seine Belohnung bekommen als Frühhändler. Der hätte jetzt überleben können, wenn nicht eine Mutation im Geistigen aufgetaucht wäre und ein anderer Früharzt und Frühhändler zum Beispiel zwei Dinge glauben würde und dann gesagt hätte. Er erzählt einmal. Ja, vielleicht drei Dinge. Er erzählt einmal, ach nee, ihr könnt ruhig auch meine künstliche, später in Chemielaboren designte Kunstnahrung essen. Die ist genauso gesund wie das Natürliche. Und er glaubt seinen Irrtum wirklich. Und wir sprechen da von einem vorteilbringenden Irrtum, denn wenn die Leute das auch glauben und Menschen sind nun mal das vertrauensseligste Lebewesen der Erde überhaupt, und dann
kaufen sie ihm diese Kunstnahrung ab und werden natürlich krank dadurch im Laufe der Zeit. Ja? Denn diese Kunstnahrung ist natürlich nicht gesund. Aber er glaubt den Irrtum und der ist vorteilbringend. Wer kann jetzt also Nahrung ganz billig besorgen, während der ja einen Riesenaufwand hat? Der muss ja immer Naturnahrung wachsen lassen oder herstellen oder liefern und transportieren und sammeln, ja, und wenn es echte Naturnahrung ist, dann ist es ja im Urkontext auch gewachsen und nicht in Monokulturen und nicht in Monokulturen. Also viel Aufwand und der hat ganz kleinen Aufwand und macht deswegen viel mehr Gewinne. Und verdrängt dann diesen und lässt diesen aussterben. Sie sehen es, dass sich das hier ausblendet, ne? Das ist zufällig so. Also der stirbt aus und der überlebt. Und besonders, weil er noch zwei andere große vorteilbringende Irrtümer glaubt. Der glaubt auch noch, hier, ach, eures Bonobos, eure viele Sexualität in eurem Bonobo-Gruppen-Ehen, hört auf damit. Das ist ja ekelhaft, widerlich. Oh, pui, und so weiter. Und dann werdet ihr ja krank und alles, ja. Und dadurch unterdrücken die Menschen ihr Liebesleben. Der Bonobo-Kommunismus zerfällt, weil die Männer natürlich nicht mehr weiterhin alles, was sie an Nahrung finden, den Frauen und Kindern schenken, wenn sie selbst nicht mehr belohnt werden durch Sexualität und die damit verbundene Chance, theoretische Chance, vielleicht Vater eines der nächsten Kinder werden zu können. Und dadurch zerfällt unser bonobo-kommunistisches Gruppenehen und der sagt ja, der Frühart sagt ja, hey, ihr dürft nur monogam leben, ne? Nur monogam, das ist in Ordnung. Monogam ist in Ordnung, aber am besten nur Sex, um Kinder zu zeugen. Na, mehr nicht, nee, das ist alles andere stört. Ja, und dadurch werden die Leute natürlich konsumsüchtig und kaufen dann bei ihm und haben auch viel Zeit zu kaufen, weil sie ja keinen Sex mehr haben. Ne? Wie war das? Bonobos haben ungefähr 60 Mal so viel Sex wie der heutige durch die Marktwirtschaft sexuell unterdrückte Mensch. Ne? Ja, und dann haben wir noch eine Kommunikation. Zum Beispiel erzählt er plötzlich, glaubt er eine Geschichte, die gar nicht stimmt, nämlich dass angeblich weit entfernt eine Gruppe, eine Bonobo-Gruppenehe, Savannen-Bonobo-Gruppenehe, die andere Savannen-Bonobo-Gruppenehe überfallen hätte und totgeschlagen hätte. Und dann kriegen die Leute Angst und kaufen ihm seine Steinäxte oder seine Frühwaffen sozusagen rasend ab und er wird auch zum erfolgreichsten Waffenhändler der Welt sozusagen erst einmal. Und die Leute erwägen dann auch, ja, vielleicht sollten wir die Nachbargruppen lieber selber totschlagen, bevor die vielleicht wirklich uns totschlagen. Und schon kommen so kriegerische Gedanken in die Welt, ja. Und das heute ist es dann halt Ukraine, Gewalt als Lösung sozusagen, ja. Und die entsprechenden vorteilbringenden Irrtümer. Und dann, dieser Händler, Früharzt und Frühhändler hat jetzt also drei vorteilbringende Irrtümer, kann unheimlich viel medizinische Behandlungen verkaufen, weil die Leute ja alle chronisch krank werden, unglücklich werden, konsumsüchtig nach krankmachenden Dingen und dann auch noch kriegslüstern, dann kann er auch noch Behandlungen von Kriegsverletzten sozusagen verkaufen und so weiter. Und dadurch macht dieser Früharzt und Frühhändler, kann er ganz viele leibliche Nachfahren realisieren hat zur Folge und ganz viele geistige Schüler, die dann auch an den Universitäten ihre vorteilbringenden Irrtümer pseudowissenschaftlich lehren dürfen und so weiter. Und die ganze Welt, wir alle werden gehirngewaschen von all diesen vorteilbringenden Irrtümern und dadurch kommt es dann natürlich zu allen möglichen Kriegen. Und jetzt zu dem Ukraine-Konflikt. Ja, und wenn wir jetzt
jetzt sofort die gemeinwohlökonomischen Lösungsansätze, besonders die unsere GWO, wenn ihr die wählen würdet, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, dann würde sich das hier sofort ändern, nämlich dann würde geguckt, welche Schäden dieser Früharzt und dieser Arzt und Händler anrichtet. Und dann geben wir hier quasi finanzielle Bestrafungen rein. Und für die Wahrheitsorientierten geben wir finanzielle Belohnungen rein. Also das heißt, dass der entweder sofort von seine vorteilbringenden Irrtümer aufgibt und den zu den jetzt vorteilbringenden Wahrheiten wechselt und sich alles umkehrt sozusagen, oder der stirbt aus und rückt dahin und stirbt dann aus, wenn er an seinen vorteilbringenden Irrtümern hält und festhält. Und dann rücken die Wahrheitsorientierten, die es in Ansätzen und Resten noch gibt, dahin. Und auf jeden Fall kriegen wir eine Evolution Richtung Wahrheit. Und die Wahrheitsträger, die uns Gutes tun, die werden finanziell ja belohnt, und die begründen die neuen Dynastien und werden auch an den Universitäten gelehrt. Die Wahrheiten werden jetzt gelehrt, ne? Und durch dieses Lehren der Wahrheiten transformiert sich die ganze Gesellschaft dann. Vielleicht über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften kommt es dazu, dass dann wieder experimentiert wird mit dem bonobo-kommunistischen Gruppenehen und die ganze Welt dann wieder von einem Netz an bonobo-kommunistischen Gruppenehen mit liebevollen pazifistischen Kontakten zu den jeweiligen Nachbarn überzogen ist, und Krieg ist abgeschafft. Und dann haben wir vielleicht innerhalb weniger Jahre verschwindet Krieg von der Welt, weil sich das ja alles dann, weil wir ja auch alle Staaten der Erde in wenigen Monaten anleiten können, die entsprechenden Reformen durchzuführen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Und zum Beispiel eine praktische Lösung, ja, könnte sein hier, da zum Beispiel, wir könnten die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme verwenden zum Beispiel und dabei so Korrekturen einführen, so die Alterskorrekturformel, und die Gesundheitsaufwandserwartungskurve wäre natürlich noch präziser, so dass man dann, also dass kein Händler oder kein Arzt irgendwelche schwierigen Menschen rausekeln möchte aus seinen Personengruppen, weil er quasi letztendlich für die chronisch Kranken oder die Schwerkranken eben mehr Geld verdienen kann, weil die ja haben ja eine hohe Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, und der Arzt und der Supermarktleiter, beide werden sie ja nur danach beurteilt, was sie mit dem Ausgangsmaterial, das bei ihnen einkauft, anstellen. Und wenn sie schwerkranke Menschen durch gesündere Nahrung und durch ein gesünderes Kursangebot als Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, wenn man dann die Leute effizient aus Schwerkranken etwas weniger Schwerkranke macht, dann wird man ja schon dafür belohnt, ja. Und so hätten wir dann also mit der Wohlfühlstimme, wir würden ja natürlich auch allen Datenmissbrauch verbieten, damit die Menschen sich dran gewöhnen, dass Daten in Zukunft nur noch zum Wohle der Menschen und nicht mehr gegen die Menschen eingesetzt werden. Und diese Wohlfühlstimme, die geben sie natürlich direkt gegenüber dem Bundeswahlleiter ab. Und dem geben sie ja sowieso ihre Stimme. Und diese Stimme wäre ja so anonymisiert, dass der Bundeswahlleiter nur mitkriegt, in welchem Viertel, unter welchen 1000 Leuten sie leben, aber dadurch kann er nie feststellen, wer von den 1000 Leuten sie sind, der sie gerade ihre Wohlfühlstimme Veränderung abgeben, zum Beispiel, weil sie gerade in einem im Supermarkt eingekauft haben, gegessen haben, dann Bauchschmerzen bekommen haben, weil ein verdorbenes Lebensmittel in dem Supermarkt war, und dann kommt es dazu, dass eben durch diese Wohlfühlstimme und durch ihr Dranhalten ihres Kärtchens, ihrer Krankenversicherungseinkaufskärtchens
an die Sensorik sozusagen, wurde übermittelt, aha, Sie haben bezahlt in bar 30 Euro für Einkäufe, und das ist die Zahlennummer so und so, die anonyme Nummer, so Wählernummer so und so, ja, sozusagen. Und dann kommt das beim Bundeswahlleiter an, und wenn Sie dann 3 Stunden später melden, dass Sie Ihr Wohlfühlen sich sehr stark verschlechtert hat, also 1, 2, 3 ein bisschen verschlechtert, 2 mittel verschlechtert, 3 extrem viel verschlechtert. Nehmen wir mal an, Sie übermitteln eine 3, und andere 100 andere Kunden dieses Supermarktleiters übermitteln das auch, dann werden dessen Gelder reduziert und er wird quasi finanziell bestraft dafür, dass da eben verseuchte Lebensmittel verkauft wurden, wofür er ja die Verantwortung hat. Na, vielleicht hat er die Kühlkette unterbrochen oder was auch immer, oder sein Personal. Übrigens können wir natürlich auch, wir könnten jetzt sagen, dass wir nur die Ketten verantwortlich machen. Also das war jetzt zum Beispiel, wenn wir jeden Marktleiter und jede jeden Marktleiter zum Beispiel messen, dann haben wir natürlich viele Marktleiter. Wenn das aus irgendeinem Grunde, was ich nicht glaube, zu viel Daten sein sollten, dann nennen wir halt nur die Kettennamen, also Rewe, Lidl, Aldi und so weiter, und gucken dann, was da passiert. Ja, und reduzieren dann die Verdienstzuschüsse entsprechend, je nachdem, wenn dann, was weiß ich, irgendwo Bauchschmerzen oder verschlechtertes Wohlfühlen auftaucht. Oder allein dann wird geguckt, ja, bei der Kette A, wie viel Krebskranke da durch deren Nahrung, auch durch deren Nahrung. Krebs entsteht natürlich aus 1000 Gründen, aber auch sehr stark durch die Nahrung. Ja? Der Faktor ist mindestens 45%, der beim Krebs das Essen ausmacht. Also ist es dann auch gerechtfertigt, sozusagen das dann zurückzubeziehen auf den beliefernden Supermarkt, sozusagen Nahrung liefernden Supermarkt. Ja, und so lösen wir die Probleme, alle Probleme der Menschheit damit, und auch die Waffenhändler, die Waffensparten, die kriegen natürlich auch keine Verdienstzuschüsse mehr, wenn es zum Krieg kommt, denn die Waffenhändler werden umdefiniert als Friedensförderungs- und Friedenserhaltungskonzerne. Und wenn dann doch wieder Menschen sterben, ja, Tod bringt ja natürlich immer die schlechtesten Wohlfühlstimmen und drastische Veränderungen der Wohlfühlstimme. Und das über längere Zeit hinweg und so weiter. Und auf jeden Fall sozusagen rechnet es sich dann für Waffensparten nur noch, Krieg zu verhindern. Um jeden Preis. Aber sobald dann Menschen durch Gewalt sterben, gibt's wieder finanzielle Strafen quasi. Ne? Und das ist die Lösung. Ja. Ja. Und dann stand da ja noch hier. Was stand denn da noch? Was stand denn hier noch? Also jetzt habe ich also erklärt, wie die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Ich bin ja leider heute allein am runden Tisch. Und aber ich übe das halt. Ich hätte jetzt halt immer wieder 5 Minuten gehabt. Und ich habe jetzt quasi erklärt, wie durch unseren Ansatz aus der Gruppe der Gemeinwohlökonomien unsere GWO, also wir vielleicht innerhalb weniger Jahre Weltfrieden schaffen würden, und wie es durch, wenn unser Ansatz schon seit 400.000 Jahren existiert hätte, es nie zum Krieg gekommen wäre, jedenfalls nicht in den letzten 400.000 Jahren. Ne? Und jetzt steht hier noch, dass ich auch noch einladen soll, die Redner und Zuschauer, also jetzt hier, wir können jeden Tag, können Sie mit dabei sein, auch montags und samstags sind wir sowieso ja immerhin mindestens immer zu 2, zu 3, zu 4, ja, und oder zu 5.
Und da können Sie als Redner Ihren Lösungsentwurf fürs bessere Leben vorstellen, egal ob das ein individueller, psychologischer Entwurf ist, ob Sie glauben, dass die Menschen selbst das Problem sind oder ob Sie glauben, dass das Wirtschaftssystem das Problem ist. Und eben als Zuschauer sind Sie auch eingeladen, immer dann montags, besonders montags und samstags schon jetzt bei den Übungsdurchlaufen mit dabei zu sein und ihre Stimme abzugeben, ihre Wahlstimme abzugeben, so dass wir schauen können, ob wir eine Wählerwanderung, ob die einzelnen Lösungsvorschläge zu einer Wählerwanderung führen. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder hier zurück. Ja, und jetzt habe ich noch hier einige Kurznachrichten vorzulesen. Na, bin mal gespannt, was ich noch so mache. Also hier, wie gesagt, da wäre ich ja zu sehen. Na. So, jetzt lese ich noch mal ein bisschen vor hier. Mal gucken, was ich hier noch habe. Also, die Sozialspaten haben uns einer Gehirnwäsche unterzogen. Das Schlimmste, was wir auf der Welt haben, sind nicht die Gesundheitssparten und die Waffensparten, so schlimm sie auch sind. Das, was uns besonders in Deutschland, was alles zerstört, sind die Sozialsparten. Also die Nachfolge der Wohlfahrtssparten. Ja? Das heißt also, die Sozialsparten, was haben die mit uns gemacht? Die haben uns einer Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer unterzogen. Jetzt muss ich mal gucken hier. Hier habe ich die Sparten. Da oben stehen sie, die Sozialsparten. Das sind die gefährlichsten aller Welt. Ja, das sind die Sozialsparten. Dann kommen die Weltsozialsparten, die NGOs, die kennen Sie vielleicht so als Bettelorganisationen auf der Straße, die Ihnen vorgaukeln, die Welt würde besser werden, wenn Sie sich von denen abzocken lassen, ne? Die Nahrungssparten sind lebensgefährlich, die Gesundheitssparten, die Waffensparten, alle sind sie lebensgefährlich. Gerade aktuell genehmigen sich die Waffensparten einen kräftigen Schluck aus der Pulle, denn all das, was jetzt gerade verschossen wird, muss ja wieder neu gekauft werden. Und außerdem durch all die Bedrohungen werden jetzt überall wieder Waffenlieferungen bestellt und so weiter. Also gerade gibt es einen kräftigen Schluck aus der Pulle für all die Sparten. Alle Sparten sind lebensgefährlich für uns. Aber die Sozialsparten sind die schlimmsten, denn die haben uns glauben lassen, dass die Alphatiere einer Gemeinschaft, ich gucke gerade mal, wo ich das jetzt finde, vielleicht hier, ne? Die Alphatiere einer Gemeinschaft. Hier haben wir eine Bonobo-kommunistische Gruppenehe, ja, und oder heute Deutschland. Wir nehmen das jetzt mal als Deutschland, ja. Und jetzt haben uns die Sozialspartler glauben machen, die Alphatiere, die seien entbehrlich. Also die größten Schenker, also die größten Arbeitsplätze Schäfer, die Milliardäre, die reichen Unternehmerfamilien, die solche gut bezahlten Arbeitsplätze geschaffen haben, wie Mercedes-Arbeitsplätze, ja, die seien entbehrlich, die sind doch unwichtig. Denn jedes Kind, das neu geboren wird, das können wir mit ein bisschen Bildung zu einem Genie machen und die schaffen dann genauso viel Arbeitsplätze. Und jetzt, wir können eigentlich uns wenden gegen die ganzen Reichen und die Milliardäre. Wir können denen alles wegnehmen, wir können denen drohen mit Steuererhöhungen und denen alles Mögliche wegnehmen. Und das ist unerheblich. Faktisch führt das aber dazu, dass hier die Alpha Männer abwandern in andere Staaten und dort ihre Mercedes-Arbeitsplätze, ihre gut bezahlten Mercedes-Arbeitsplätze mitnehmen und Deutschland dann ein Land der Arbeitslosen und Obdachlosen und der verelenden, verelenden, verelenden,
Armen und Elendigen wird und verarmt dadurch. Denn wir nehmen wir mal an, oder nehmen wir mal an, die flüchten nicht, sondern wir besteuern die ganz hoch. Dann nehmen wir dieses hohe Geld, das nehmen wir in Behördenhand und dann entscheiden Behördenleute oder Politiker darüber. Und meine Prognose ist, die werden viel weniger Mercedes-Arbeitsplätze schaffen können als diese Unternehmerfamilien, die ja über Jahrhunderte oft bewiesen haben, dass sie immer wieder gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen, auch wenn sie zwischendurch auch mal vielleicht viel konsumieren und so weiter, aber das sei ihnen gegönnt, ne? Dafür schaffen sie ja aber auch Wohlstand für alle sozusagen, ne? Ja, aber diese Tendenz, also sozusagen, dass die Sozialsparten uns aufgehetzt haben, also und uns solche Ideen nahegebracht haben, wie wir sie auch aus den marxistischen Interpretationen kennen, also so der Reiche als Ausbeuter, als böser Mehrwertabschöpfer und so weiter. All diese Dinge, die sind schädlich für uns. Deswegen muss ich an dieser Stelle auch Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine widersprechen, sozusagen. Weil wir eben sagen, nee, das ist nicht gut, da, ne? Das ist nicht gut. Also ja, also das hätte ich eigentlich schon vorher sagen sollen, nämlich wir beim Weltrat Next Scientists for Future, wir haben alle anderen Lösungsentwürfe sorgfältig geprüft und uns dagegen entschieden, eben aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, nämlich weil eben sozusagen hinter diesen Ideen, also wir als bodenständige Linke wollen ja auch die menschenfreundliche Gesellschaft, aber sozusagen die wir sagen, es ist ein durch die Sozialsparten bedingter Irrtum der extremistischen Linken. Die Alpha-Tiere seien entbehrlich und wir könnten uns gegen diese Alpha-Tiere, diese Top-Unternehmerfamilien wenden und die triezen auf Teufel komm raus und dann würde die Welt besser werden. Nein, sie würde schlechter werden. Deutschland würde ärmlicher werden und wer würde profitieren als Einziger? Die Sozialspartler, weil die dann jetzt plötzlich ganze Armeen von arbeitslosen, obdachlosen, verwahrlosten Menschen zu betreuen haben. Ne? Das heißt, diese linksextremistische Tendenz, die Reichen zu attackieren oder gar umzubringen, die stammt eigentlich aus den Sozialsparten. Die wird multipliziert durch die Sozialspartler. Denn die sind die einzigen, die dann am Ende davon profitieren, dass das ganze Land verwahrlost sozusagen und sich in lauter Sozialfälle wandelt. Und wenn dann sozusagen dieses Land geplündert ist und völlig arm ist und dann nichts mehr, sogar für Sozialspartler nichts mehr zu verdienen ist, dann gibt's ja noch viele andere Staaten, in die man als Sozialspartler auswandern kann und dann deren Staaten kaputt machen kann, ne? Das ist und in Sozialfälle verwandeln kann, ne? Ja. Und dann habe ich hier noch stehen, ja, also deswegen also unsere dringende Empfehlung, die reichen Arbeitsplätze schaffenden Unternehmer und Unternehmerfamilien nicht mehr anzugreifen, sondern die wirklich schädlichen Seiten von Marktwirtschaft und Kapitalismus sofort gemeinsam zu beenden, ja? Endlich gesunde Nahrung und gesundheitsförderliche, präventive, krankheitenverhindernde, sozusagen Gesundheits-, Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die eben für Arm und Reich ja alle ein besseres Leben herführen, ne? Und die vor allem also die Glückszerstörung wieder rückgängig machen, was ja für Reiche entscheidend ist, ja, die, bei denen ist es ja nicht eine Frage, ja, aber ja, und
Dazu müssen wir auch die Rolle der Medien natürlich ganz anders verstehen, denn die heutige Glückszerstörung, ja, die läuft ja nicht mehr durch Märchenerzähler, sondern die Rolle der Märchenerzähler haben die Medien übernommen, ja. Und ja, aber das schildere ich jetzt nicht nochmal ausführlich, wie das genau geht. Das habe ich schon so oft geschildert. Ja, letztendlich ist die unsere GWO aus der Gruppe der Gemeinwohlökonomien, aus unserer Sicht das beste Instrument, gemeinwohldienliches Tun häufiger zu machen. Also sie kriegen heute ja nicht mehrere Angebote, sondern nur eins, aber dafür kriegen sie wenigstens dann aus unserer Sicht das Beste und das, was sie auch wirklich wählen sollten, sowieso. Und die anderen Lösungsansätze sind sowieso eben die, da würde ich dann ja bei einem runden Tisch immer wieder dann auch sagen, warum wir uns gegen die von den anderen vertretenen Lösungsentwürfen entschieden haben, aufgrund welcher Argumente und Gründe. Ja, und dann sozusagen will ich noch mal kurz daran erinnern, dass wir hier jetzt mittlerweile auch eine einfachere Bildungsreform haben, so dass wir also sozusagen so wie wir die Geschäftsführer, also die Marktleiter bei Aldi, bei Rewe und bei Lidl und so weiter und die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschafts-Praxisleiter, Teamleiter sozusagen, immer als die Verantwortlichen sozusagen mehr oder weniger finanziell belohnen oder bestrafen, ja. Genauso machen wir das dann auch mit den Bildungsleitern. Also zum Beispiel nehmen wir mal an, es gäbe jetzt in der Welt 10 Bildungskonzepte, die sich grundlegend unterscheiden, jedenfalls 10 Gruppen. Und dann hätten wir zum Beispiel in jeder Stadt 10 Bildungsteamleiter der verschiedenen Richtungen. Und die stellen sich ihre Teams an Lehrern zusammen und beschicken damit die Schulen und die Universitäten und alle anderen Bildungseinrichtungen, auch die Kitas und so weiter, so dass sich dann die Eltern auswählen können, in welche dieser 10 Richtungen in ihrer Stadt sie ihre Kinder entsenden wollen, an was sie vielleicht eher glauben. Und dann wird halt gemessen, welche Steuer- und Abgabenleistung diese Kinder dann erzielen, wenn sie dann in die Arbeit, in die an die also anfangen zu arbeiten, und dann wird das bezogen auf die Bildungskonzepte beziehungsweise auf die einzelnen Geschäftsführer, also die Teamleiter, die jeweiligen wahrscheinlich irgendwelche Professoren, die dann eben diese Teamleiter darstellen. Und dann können wir sozusagen, so sind dann alle Lehrende hoch motiviert, wirklich für die Kinder das Bestmögliche überhaupt zu tun. Und ja, das ist dann der Weg. Also damit können wir auf eine einfache Weise, ohne so kompliziert wie wir früher unser Bildungsreformsystem hatten, so mit Faktorenanalyse und jeden einzelnen Lehrer zu messen, brauchen wir jetzt nicht mehr einzelnen Lehrer miteinander zu vergleichen und zu erfassen, sondern nur noch diese unterschiedlichen Bildungskonzeptionen, so nach dem Motto. Und da dürfen auch durchaus von Bildungskonzept zu Bildungskonzept wechseln, wenn die Eltern das wollen. Aber das ist überschaubar. Die Datenmenge ist nicht absolut riesig, sondern man kann dann sagen, so und so viele Jahre hat dieses Kind bei dem Bildungskonzept gelernt, so und so viele Jahre bei dem Bildungskonzept gelernt. Und dann, ja, kann man also sozusagen feststellen, welches dieser unterschiedlichen Bildungskonzepte bei welchen Bildungsteamleitern hat die größte Effizienz in Ermöglichung von kreativen, innovativen Absolventen, die dann mit Kusshand genommen werden von den Unternehmern oder den Arbeitgebern mit Kusshand genommen werden und dann eben toll bezahlte Jobs bekommen. Ja? Ja, so viel, das war also die Bildungsreform.
Ja, das war's. Das war's. Und ja, und dann wird jetzt gleich der Livestream. Jetzt würden wir also, wenn wir jetzt das echte New World Economic Forum mit vielen Teilnehmern jetzt laufen hätten, dann könnten Sie beim Livestream jetzt also noch Ihre Wahlstimme abgeben. So, aber natürlich nur die, sinnvollerweise nur die, die am Anfang eine Wahlstimme abgegeben haben, geben jetzt an. Oder teilen nur mit unverändert, ne, dann ist und oder nur die Leute geben ab, bei denen sich was geändert hat, die schreiben dann verändert von Wagenknecht zu GWO oder so, ja, oder von GWO zu Wagenknecht, ja? Und so würden wir dann sehen, ob es überhaupt zu einer Wählerwanderung bei den Zuschauern gekommen ist, weil wir uns das ja nicht leisten können, jedes Mal von Allensbach für teures Geld eine repräsentative Wählerstichprobe zusammenstellen zu lassen, die dann ja auch noch die ganze Sendung sehen müssen und so weiter, ja, also. Ja, aber vielleicht würde es ja doch zu ganz kleinen Wählerwanderungen kommen. Ja, und jetzt beende ich also somit, jetzt als erstes beende ich die Aufnahme dieser Sendung und danach, also tschüssi, bis bald. Wir üben demnächst immer diese Technik so wie jetzt. Tschüssi.